Herr Dr. Raspe, Sie sind Sprecher der Arbeitsgruppe Junge Internisten der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin und aber auch als Arzt klinisch tätig. Deshalb möchte ich gerne heute mit Ihnen über die Bedeutung des Ärztekodex für junge Mediziner sprechen. Arbeitsverdichtung, ökonomischer Druck und Bürokratisierung gehören zu den wichtigsten Stressfaktoren bei Ärzten. Welche sind aus Ihrer Sicht die Kernmaßnahmen, um diese Probleme zu lösen? Da denke ich, macht es Sinn, wenn wir über Maßnahmen sprechen, die einzelnen Punkte gesondert zu betrachten. Wir haben besprochen, dass ein großes Problem die Arbeitsverdichtung ist im Krankenhaus. Da gäbe es mehrere Lösungsansätze, analog zu den Pflegenden, die in bestimmten Bereichen der Intensivstation nämlich jetzt schon Personalschlüssel bekommen haben, wäre das auch für Ärzte denkbar, dass wir nicht unbegrenzt Patienten pro Arzt behandeln müssten, sondern eine maximale festgesetzte Anzahl, was ich sinnvoll finde. Wir müssten mehr Zeit haben für den Patienten. Das heißt, die ärztliche Arbeitszeit muss für den direkten Patientenkontakt und für unmittelbare ärztliche Entscheidungen am Patienten freigehalten werden. Das heißt, weniger Zeit für Dokumentation, Übernahme von nicht zwingend ärztlich durchzuführenden Tätigkeiten durch Assistenzpersonal, also in der inneren Medizin zum Beispiel ein EKG zu schreiben, Blutabnahme, das Legen von Flexüren, also peripheren Venenzugängen, so Standarddinge, unbedingt Unterstützung bei der Organisation, wie gesagt, wenn es darum geht, Untersuchungen abzustimmen mit anderen Abteilungen, das Aufnahme- und Entlassmanagement, da müssen Ärzte entlastet werden. Nächster Punkt wäre der ökonomische Druck, über den man sprechen kann. Ich glaube, da gibt es für die Ärzte, die jungen Ärzte, relativ wenig Möglichkeit, sich zu wehren. Da kommt es meiner Erfahrung nach vor allen Dingen auf die Klinikleitung an, die eine starke Position beziehen muss gegen zu hohen Einfluss der kaufmännischen Leitung im Krankenhaus und gegen wirtschaftliche Einflüsse auf die Patientenversorgung. Aber auch da sind natürlich die Einflussnahme begrenzt, sondern das sind Probleme, die auch zum Teil das gesamte Gesundheitssystem angehen und große sozusagen politische Tragweite haben. Also hier muss auf jeden Fall auf eine Reform des DRG-Systems, also des Fallpauschalensystems, hingearbeitet werden und der ökonomische Einfluss zurückgedrängt werden. Der letzte Punkt, die Bürokratisierung, hatten wir auch schon teilweise besprochen. Meine Erfahrung ist in der Klinik, dass wir, wenn ich jetzt an Neuaufnahmen von komplexen Patienten denke, wenn ich die Zeit für die Neuaufnahme anschaue, zum Beispiel 1,5 Stunden oder 1 Stunde für eine Neuaufnahme, den geringsten Teil der Arbeit wirklich am Patienten bin. Das sind vielleicht 15 Minuten. Und ich danach insgesamt 60 Minuten etwa hier am Computer sitze, die Medikation in unterschiedliche Systeme einpflege, die Dokumentation, die Anamnese eingebe und mit Formatvorlagen am Computer zu kämpfen habe, Untersuchungen anmelde. Und ich merke sozusagen in der Praxis, und das merken meine Kollegen auch, dass die Digitalisierung uns da im Moment noch gar keine Entlastung bringt, sondern eigentlich eher ein Plus an Arbeitsbelastung, weil diese ganzen Systeme nicht miteinander kommunizieren und der Dokumentationsaufwand eigentlich einfach unheimlich groß geworden ist. Und wir wollen wieder mehr Zeit haben, um uns wirklich um den Patienten zu kümmern. Im vergangenen Sommer wurde viel über die sogenannte Bertelsmann-Studie diskutiert. Demnach würden knapp 600 Kliniken für Deutschland völlig ausreichen. Was würden Sie hierzu sagen? Haben wir viel zu viele Kliniken? Das ist ein interessantes und kontrovers diskutiertes Thema. Und ich denke, ja, es gibt höchstwahrscheinlich zu viele Krankenhausbetten in Deutschland, vor allen Dingen im internationalen Vergleich.
Das muss man aber differenzierter betrachten. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass die Krankenhausbetten nicht gut verteilt sind, also dass wir in Ballungsräumen zu viele Betten haben. Im ländlichen Bereich, in strukturschwachen Regionen eher zu wenige. Also das ist auch ein Verteilungsproblem. Und wir haben ein Problem, dass wir den stationären und den ambulanten Sektor nicht gut verzahnt haben, sodass wir unnötigerweise auch Patienten aufnehmen, die man auch angegliedert ans Krankenhaus ambulant behandeln könnte. Also nochmal zur Aussage, grundsätzlich denke ich ja, es gibt tendenziell zu viele Betten, aber es gibt auch ein Verteilungsproblem in diesem Land, sozusagen der Betten. Und ein Punkt ist aber wichtig, den noch zu sagen, jetzt wir sehen ja in der Corona-Krise jetzt, wie wichtig es ist, dass wir Kapazität vorhalten. Und ich denke, das ist eine wichtige Lehre, die wir im Moment ziehen können aus dieser Krise, dass man ein System nicht auf Kante fahren sollte und ausreizen sollte, sondern dass wir immer einen gewissen Puffer brauchen, um Krisen wie die jetzige dann auch gut bewältigen zu können. Und allein deswegen sollte man die Krankenhausbetten auch nicht zu knapp planen und eine gewisse Überkapazität auch vorhalten. Welche weiteren Themen sind für junge Ärztinnen und Ärzte außerdem noch relevant? Ein weiteres Thema, was für junge Ärztinnen und Ärzte sehr relevant ist, ist die Feminisierung der Medizin, also der Frauenanteil in der Medizin. Unter den Studierenden, die ich hier auch in der Klinik betreue, haben wir mittlerweile mindestens 60% Frauen, und das setzt sich über die Jahre natürlich weiter nach oben hin, also nach oben in Hierarchieebenen gedacht, fort und ist auch absolut wünschenswert und wichtig. Das Problematische daran ist, dass Frauen und zunehmend auch Männer gerne in Teilzeit arbeiten, dass wir heute keine klare zum Glück keine klare Trennung mehr haben, dass nur der Mann arbeitet und die Frau nicht. Und das bringt aber ja, die Erfordernis mit sich, dass sich der Arbeitgeber auch auf diese neue Situation einstellt, dass wir es Ärztinnen und Ärzten möglich machen, in flexibel zu arbeiten, in Teilzeit zu arbeiten, soweit es geht, teilweise auch von zu Hause zu arbeiten. Und das sehe ich als große Herausforderung und erlebe das auch als große Herausforderung hier im Beruf, mit diese Flexibilität in der Klinik den Arbeitnehmern zu gewährleisten. Sie haben gerade die Arbeit von zu Hause angesprochen. Was könnten Ärzte aus Ihrer Sicht im Homeoffice erledigen? Die Frage nach Homeoffice in der Medizin ist sicherlich sehr abhängig von dem Arbeitsort und dem Fach, in dem man arbeitet. Also zum Beispiel als Radiologe Bildgebungen zu befunden, das kann ich und das erlebe ich auch bei Kollegen, kann ich gut von zu Hause machen, weil ich dafür einen Computer und einen Monitor brauche, den ich mir auch zu Hause hinstellen kann. Je näher man am Patienten dran sein muss, also Maximalvariante, vielleicht chirurgische Fächer, desto schwieriger ist es sicherlich, dort im Homeoffice zu arbeiten. Aber vorstellbar ist eben, einen Teil der Dokumentation auszulagern auf das Homeoffice, also zum Beispiel Arztbriefe zu schreiben oder Ambulanzdokumentation nachzuholen. Das könnte ich auch von zu Hause machen. Obwohl jetzt aus Sicht einer von Familien das natürlich auch problematisch sein kann, weil, wie wir alle wissen, ist die Arbeit zu Hause da nicht vorbei, sondern geht dann noch bis abends spät, bis die Kinder im Bett sind, und sich dann noch an den Computer zu setzen, ist vielleicht auch nicht immer eine Freude. Aber wenn das dazu führt, dass man die Organisation des Alltags in der Familie durch einen Teil Homeoffice besser hinbekommt, finde ich das absolut wichtig, solche Möglichkeiten zu schaffen. Herr Dr. Raspe, vielen Dank für das Gespräch.